Tag, hallo meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Jana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuer. Mein Name ist Justus König, bekannt als Jana Schons der Anderer oder Captain America oder Justus der Anderer. Und das ist der Kumpel Sebastian Benz. Und wir sind hier unterwegs in Taubertal bei Burg Neuhaus neben Bad Mannheim. Von hier aus kann man wunderschön das Sonnemark sehen, gell? Das ist die Therme Sonnemark. Genau. Und das ist die Ruine Burghaus. Ja, und das ist ein Teil einer Burgruine. Das eine Teil ist noch, sind aber Häuser, sind Pferdeställe und ja, diese Sachen. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr bitte einen Daumen hoch machen. Damit wird uns dann freuen, wenn euch das gefällt, das sehen können. Daumen hoch machen, liken und lasst ein Abo da. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, gell? Genau, immer, dann seid ihr immer up to date und seid immer auf dem Laufenden, was als Neues rauskommt. Genau. Und da habe ich auch eine Playlist, deswegen aufgeräumt darf, zum Beispiel die Burgruinen, wo ich besucht habe mit ihnen und dann so weiter. Und da könnt ihr noch mich folgen, da Nachricht schreiben auf Instagram und TikTok. Mein Instagram-Name lautet Jana Schons der Abenteurer und mein TikTok-Name lautet Justus der Abenteurer 13 und da könnt ihr den auch folgen. Auf Instagram Seppo Sturm, Sebastian Sturm, kommt rüber, lasst ein Like da. Vielleicht, wenn ihr wollt, ein Abo, ich würde mich auch freuen, weil Likes sind die Bezahlung für einen guten Erfolg, was man weitergibt. Und so weiter, genau. Also, und viel Spaß beim Zuschauen dieses Video. Willst du was sagen? Jo, danke, dass du mir die Burgruine Neuhaus gezeigt hast. Er war schon mal da vor 4 Jahren. Und allerdings bin ich heute nicht so gut dafür geeignet. Ich habe neue Nike-Schuhe an. Ich schaue eigentlich nicht nach Burgruine aus heute, ne? Aber Gegensätze ziehen sich, wie man sagt, an. Also heute sind wir nicht in Westernwald bei Ludolfs. Und es ist auch kein Ludolf. Es sind heute nicht Ludolf, ich habe mich nur verkleidet. Nee, heute sind wir halt wieder in unserer Region, ne? Genau. 30, 40 Kilometer von Mittwoch entfernt. Und hoffe, euch gefällt das Video. Also Film ab und Action. Let's play Video, gell? Let's do it. Let's do it. Hey Justus. Mach nochmal was, gell? Mach was für die Zuschauer. Also liked und kommentiert und abonniert den Kanal auf Instagram, YouTube. Lasst ein Like da und ein Abo. Ciao. Und der Justus. Ja. Ciao. Wunderschön. Das ist gerade mehr entfallen, ne? Ja. Das ist eigentlich ganz schön, oder? So, wir können eine schöne Aufnahme machen. Wenn du willst, kannst du Kameramann spielen, kannst du das so rausholen. Klar. Kannst du filmen? Jo. Kannst du schwenken, egal. So wie beim Video, oder? Ja. Das ist gut, glaube ich. Hör mal einen Schlitter. Laufen wir da hin.
Schau mal hier, Wildtiere brauchen, steht es vom Schild. Hunde bitte an die Leine. Ja. Gut. Wo ist unser Hund? Ja, den haben wir schon vergessen. Den haben wir hier gelassen. Wo ist er? So. Also die Burgruine Burg Neuhaus ist teilweise bewohnt und teilweise Ruine. Ah, schau mal, da ist ein Brunnen. Wo? Ist das ein Pony? Naja, Ziege. Ziege, ja. Weil hier gibt es auch Ponys. Die sind wahrscheinlich weiter vorne. Okay. Das guckt man das da an. Oh, schau mal hier. Wow. Also nicht füttern, ne? Ja. Schau dir mal die Aussicht an. Ich hab gar nicht gewusst, dass die mit Äpfeln und Birnen sterben können. Das vertragen die nicht. Was Neues, ne? Wie sagt man so immer dazu? Da, Bad Mergheim 3,5 Kilometer entfernt. Spessartblick. Ja, Spessart? Ist doch gleich ein Spessart, oder? Eigentlich nicht. Steht drauf Spessartblick. Warte mal, Bad Mergheim. Da steht drauf Spessartblick. Spessartblick. Ja, aber ist doch kein Spessart mehr, oder? Eigentlich ist es. Baden-Württemberg. Ja, Fragezeichen. Fragezeichen. Ist immer wieder schön zu Ruinen, ne? Dass sie ja noch da sind. Ja, schöne Geschichte. Kommen. Und gleich, wir sind hier in Bad Mergheim vor der Therme schon. Vor der Therme hier auf der Ruine. Heute kann ich nicht klettern mit meinen neuen Schuhen. Ja. Ja, schau mal, das ist genauso wie bei der Festung Marienberg, so ein Naschikuli-Turm. Ja. Verteidigungsturm. Ja. Kriegsturm. Guck mal, das sind solche Tafeln. Ja. Das ist dann wahrscheinlich privat. Nicht durch den Hof zu gehen. Da kannst du. Ja, hier. Aufgang zur Burgruine. Besucher der Burgruine werden gebeten, nicht durch den Hof zu gehen. Das ist der Hof. Und da gibt es bissige Hunde. Ja. Wir sind auch bissig. Ja, ich kann richtig zubeißen. Gut, gehen wir hoch. Ja, und dann besuchen wir die Burgfräulein, oder? Jawohl, die wartet schon auf mich. Genau. Ihr wartet schon auf mich. Welchen Namen wollen wir dir geben? Neuhaus? Burgruine Neuhaus. Frau Neuhaus. Frau Neuhaus. Hier mal die Burg. Ja, Spuk. Hier spukt es nachts. Da steht einer da und spukt die Leute an. Er spukt hier. Da gibt es auch wieder so eine Informationstafel und ein paar Bilder. Hast du schon entdeckt, ne? Ja. Dein Durchgang. Das soll ich schon sagen, da gibt es einen Durchgang. Auch haben sie zugemacht? Ist zu. Schade. War das sonst immer offen? Ja. Eigentlich ist es offen. Wo kommt man da hin? Unten kommst du raus. Ah, okay. Da konntest du gleich durchlaufen, damals. Ach, wahrscheinlich wegen der Fledermäuse. Wahrscheinlich, ja. Die Winterzeit.
Das sehen wir jede Zeit. Ja. Winterzeit. Herbstzeit. Da machen sie ja Winterpause oder was? Ja, Winterschlaf. Weißt du, an was mich die erinnert ein bisschen, die Burggrüne? Boxbad? Nee. Die imaginäre Wolfsburg, wo wir waren, bei der Valhalla. Weißt du noch? Ja. Valhalla. Valhalla. War auch schön dort, oder? Ja. Justus, linke Flanke, ich gehe rechte Flanke. Jo. So, Verteidigung. Super. Ja, wenn du da runter machst, hast du keine Probleme. Guck mal, schöner Turm. Ja. Sieht auch aus wie ein Heidelberg, wo es eingeschlagen hat. Ja. Ja, ist doch schön irgendwie. Ah, ich hätte meine andere Schuhe anziehen müssen. Ey. Ja. Okay, ich war schon lange nicht mehr hier. Du hast gemeint, es wäre hier alles klar, oder? Mach damals. Wow. Okay. Lauf doch außen rum. Die Zeiten ändern sich doch wieder. Also sehr gerade. Und da gerade stelle ich mir auch. Ich war seit 4 Jahren nicht mehr hier. 4 Jahren war es schon her. 4, 3. Schon lang und immer. Ja. Die Zeiten ändern sich. Da wir mal vorne waren. Hab auch kein buckrige Schuhe an. Was ist denn das da? Laterne oder was? Ja, der Klettermeister. Da können wir eine Kerze reinstellen. Ja. Ja. Was für eine Aussicht hier. Eine Laterne. Ja. Da das ist gut. Ach, ist es bald soweit wieder. Kannst sagen, San Martin, San Martin, ich bin hier unten über Laterne. Oder? Jo, San Martin. Da ist eine Laterne. San Martin. Die haben es halt vergessen wahrscheinlich. Jo, Seppo Benz auf der Burgruine am Klettern, ne? Ja. Der alte Kletterkünstler. Ja. Und da geht's ziemlich tief runter, ey. Ja. Und das mit den neuen Nikes, Leute. Genau, kauft neue Nikes, da könnt ihr auch so klettern wie er. Yes. Halleluja. Nee, das riskiere ich aber nicht. Kannst du eigentlich für die Schuhe Werbung machen eigentlich? Eigentlich schon, ne? Ja, kannst du sagen, guck mal. Kauf die Nike Reeks. Man kann sie genauso klettern wie du, könnt ihr das dir. Du hast einen festen Halt. Und da machst du gesehen den Kackerplatz. Jo. Tampo. Stinkt's nicht, ne? Ne. Aber weg geht da hinten rein, ist doch viel zu viel Gestrüpp, oder? Ja, siehst du ja schon viel Abfall ist. Öffentlich so, wenn die Leute da vorbeilaufen. Wahrscheinlich. Die bist halt mal am Hand halt am Kacker. Die bist halt mal am Mann. Setz dich da oben hin und runter, ne? Wer muss, der muss halt. In Gerdbrunn gibt es einen Tunnel. Ach, ich weiß, was das ist. Weißt du, was es war? Für die Fledermäuse. Was? Dieses Teil da oben, wo ich hochgeklettert bin. Ach so. Du meinst das Batman-Signal, oder was? Genau, richtig. Und da ist unser Brunnen. Tief? Ja. Weil die meisten Brunnen werden ja zugeschüttet, gell? Oh ja, der ist tief. Ja, die in der Festung oben gibt es auch so einen Brunnen.
Ja. In einem Haus drin. Ja, das hat eigentlich ganz runtergehen. Das war auch damals ein. Das ist Richtung Main. Da hast du das Mainwasser rausholen können. Ja, das sagen soll, sie. Man sagt, man vermunkelt, dass es auch ein Fluchttunnel ist dann. Hat's geheißen. So ein Fluchttunnel auch geil. So, wenn man da, könnte man ehrlicherweise. Die haben gesagt, beim Bauernkrieg hätte ich von unten auch hier hoch kämpfen können. Also. Ja. Problem ist nur, wenn du da runter gehst, ne? Ja. Da unten würde man ohnmächtig werden. Ja, wegen Luft. Wegen der Luft. Also wenn du jetzt da unten wärst, Überlebenschancen null. Klar. Aber wie gesagt, bei der Befestigung, dass da irgendwie unten damals war der Fluss, der Main noch ganz niedriger. Ja. Und da war so ein geheimer Gang, da ging dann irgendwo Main in den Ding rein und da konnte man hochgehen. Und du siehst auch, wenn du bei den Maschikili-Turm, wenn die Öffnungszeiten haben, wenn du diese, was da hier hochlaufen kannst, da, ja. Diesen Wehrgang da. Ja. Siehst du auch, du bist ja praktisch im Kern von der Festung. Ja. Und du siehst, manchmal kannst du links und rechts runterschauen, da siehst du, dass unten noch so Wege sind. Ja. Also die Festung Marienburg, denke ich mal, ist noch sehr verzweigt. Ja. Und im Unterirdischen, also, dass es viele Gänge gibt noch. Klar, Wehrgänge. Genau, weil oben, wo du Richtung Stadt schauen kannst, hast du auch so eine Art Wehrgang. Ja. Wo er auch verschlossen ist. Ja. Wissen wir nicht, aber. Keine Ahnung. Es gibt bestimmt. Geschichten alles. Die wurde die Bauern haben doch damals doch sich versammelt da in Würzburg Innenstadt und haben gesagt, wir machen jetzt hier, greifen die Burg an, die Festung. Genau. In den großen Bauernkrieg da. Haben es aber nicht geschafft. Sonst wäre es jetzt eine Ruine gewesen. Die Burg war sehr schwer einzunehmen, ja. Aber die Schweden haben es eingenommen. Echt? Die Schweden haben es eingenommen. Gut. Weil die hatte eine Schwachstelle, die Festung Marienburg. Weißt du welche? Nee. Bei der Zellerau konnte man hochlaufen, seitlich. Ja, eigentlich schon. Und damit konnten sie die Burg einnehmen. Ja, das kannst du einfach so, du warst der Schwede und hast gesagt, genau. Angriff! Und auf der anderen Seite, wo die Leistenstraße ist, wo du den Maschikuli-Turm hast, ja. Die haben den nur gebaut, weil gegenüber der Schattenwarte der Berg ist, ja. Nikolausberg. Der Nikolausberg. Und von da an haben die praktisch die Festung beschossen. Ja. Und deshalb gibt es den Maschikuli-Turm. Ja. Und nicht wegen dir? Und dich zu verteidigen. Das nennt sich ein paar Kickers-Fans so, ja. Oder? Schöne Grüße an die Kickers-Fans. Ja. Beste Mannschaft, die es gibt, FBK. Ja, so siehst du das Ding. Da war der Turm. Du siehst auch hier noch die Ölspur, die was sie runtergeschüttet haben, ne? Ja. Nee, ist was anderes. Da oben siehst du auch das Wasserabfluss. Ja, genau. Und das regnet runter. Und das haben wir sagen, das war früher mal da oben eine Toilette, die. Bei der Oma dann die eine Burgtoilette und haben sie runtergeschissen. Du mit deinen Kacken, ne? Kackerplatz und. Kackerplatz. Ja, so. Ja. Ja. Mitnehmen die Burgruine, oder? Ja? Kann man mal mitnehmen. Ja. So, dann können wir gehen wieder. Hat euch jetzt wieder gefallen? Dann geht's wieder zurück zum Auto. Denn wir kennen Therme. Genau. Vielleicht können wir noch ein paar Videos machen, wenn es geht. Von der Rutsche, ne? Genau. Diesmal ist es dann heller, wenn nicht so viel los ist. Weil letztes Mal war ja viel los. Jo. Zeig nochmal die Aussicht den Leuten. Ja. Eine wunderschöne Aussicht. Da ist extra was mitstellen, dass man sich höher machen kann. Wunderschöne Aussicht, gell? Sehr schön. Für die kleinen Leute kann man sich doch raufstellen und haben dann ein bisschen Überblick. Oder für die Kinder. Genau. Muss man nur aufpassen, dass man nicht runterfällt. Ja, oder ausrutscht. Weil es ist halt sehr, das ist ziemlich nass. Mhm. Feucht. Ganz schön morsch. Ja. Guck mal hier. Ah, das ist ein Pferd. Gebaut 1557. 15. Jahrhundert. Hier kannst du mal Flyer. Und da ist irgend so eine Tafel. Da haben sie ein Bild von der Burg. Da haben sie was draufgeschrieben. Vielleicht was. Viele, die lassen dann irgendwie das Kennzeichen zurück, ne? Ja, vielleicht war es hier so eine Informationstafel mit alter Schrift. Und das ist verpflichtend oder was? Keine Ahnung. Da brauchen wir doch mal was hier. Servus, wenn es war hier, Leute, wenn ihr hier seid.
könnt ihr euch das mal anschauen. Am besten machst du auf jeden Fall dreckig, machst dann hier doch so einen Daumendruck drauf und sagst du. So, machen hier noch meinen Papp. Jawohl. Na. Ich hab mich verewigt jetzt. Ja. Hier steht auch was drauf. 1754. Das ist ein 1 oder 7 oder sowas, glaube ich. Oder 2. Hm. Ja. Hier haben wir ein 1 und hier. Hier. 7? 7. Ja. Das ist auf jeden Fall eine 5 hier, ne? Ja. Naja, 12. Jahrhundert kann es nicht sein. Nee. Nur 17. Was machst du? Zu. Ja. Jo, hat's dir gefallen? Sehr schön. Gut. Genau. Und jetzt geht's zur Therme. Die beste Therme der Welt, gell? Ich war jetzt nee, von Würzburg, 30 Kilometer. Ja, aber was findest du, welche Therme ist am besten, findest du? Beste Therme? Bis jetzt war's. Ich glaube, es ist die Bad Windsheim, oder? Nicht Palm Beach? Das ist ja kein, das ist ja ein Freizeitpark. Therme auch. Oh. Ja, da gebe ich dir recht, Bad Windsheim ist echt gut. Es ist eine reine Therme. Ist halt alles warm, alles. Alles reine Therme. Als ein Palm Beach würde ich als Freizeitpark bezeichnen, als Freizeit. Freizeit, ja, Freizeit. Und Rutschen. Ja. Da musst du ja extra bezahlen für die Therme. Ja. Da guck. Doch aus dem 12. Jahrhundert im Besitz, den hohen 12. Jahrhundert. Ja. Seit 1790 als Festung aufgegeben. Ja. Ja, die wurde eingenommen. Ja. Das wird ein noch mit dem Blick, Spessartblick in der Richtung. Spessartblick. Da kannst du wahrscheinlich dann hier so drüber schauen, ne? Zum Aber Spessart. Heute ist es ein bisschen neblig, das ist nicht so. Ja. Keine gute Sicht. Ist der Spessart nicht in Wertheim oder sowas? Hab ich auch gedacht. Also das ist mir fremd, warum das hier Spessartblick heißt. Ja. Deutsches rotes Gold. Ja. Die Pferde. So besser, weil dann bildet sich so weg, weißt du? Okay. So habe ich es besser in der Hand. Bei einem anderen Weg bist du weg. Ja, genau. Aber du hast gedacht, das ist so Aussichtsturm, ne? Cool ist leider. Da guckt man so richtig neblig. Ja, kein schönes Wetter, ne?
Darf ich mal einen Gruß rauslassen? Ja. Okay, ich grüße den Leon. Leon, pass auf. Ich wünsche dir viel Glück mit deiner Ausbildung und dass du das schaffst und dass du das Beste draus machst und dass du einfach abreißt. Hm. Schöne Grüße an dich, Leon. Gut. Da ist die Therme, oder? Die Therme ist da drüben, da. Ja. Da sieht man die Rutsche. Ja. Ich kann das Ding runter machen. Da vorne ist eine Sternwarte. Genau, Sternwarte heißt es. Und da ist Bad Mergentheim. Da vorne da links musst du nach Württemberg sein. Sieht aus wie so ein Wasserturm. Wir wissen ja, tja. Wir sind schon längst weg von der Burgrüne Neuhaus. Die war wunderschön. Bei, ja, in Taubertal, bei Bad Mergentheim. War wunderschön. Jetzt muss ich euch auch noch wiedersehen. Schönen Abend. War keine Sorge, wir sehen uns wieder. Nur ein Abenteuer-Video. Ich sag, ich bin damit noch was Usa was anschauen. Das ist eine Ehre für mich, für euch zu filmen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mich ja folgen auf YouTube, auf Instagram, mein Instagram-Name lautet Indiana Jones der Abenteurer. Oder auf meinem TikTok-Kanal, Justus der Abenteurer 13, oder mein YouTube-Kanal, der Indiana Jones auf der Suche nach meinem Abenteuer, der YouTube-Kanal, der Indiana Jones auf der Suche nach meinem Abenteuer. Und jetzt, Feierabend, wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, schöne Arbeitswoche, Ferienwoche, Schulwoche, egal. Wenn ihr mit mir unterwegs sein wollt, müsst ihr euch nur melden. Ist alles easy easy. Uns geht es gut, solange wir wild sind. Oder das Abenteuer ruft am Wochenende wieder. Bis zum nächsten. Ciao. Adios. Goodbye to you. Ende der Aufnahme. Ich gehe. Der Fernseher juckt. Den hört er schon. Chillen. Morgen geht's wieder früh raus. Zwei Tage Urlaub. Schon vorbei. Ende der Maus. Und Kamera aus. Hallo und herzlich willkommen. Manege frei für die fünf Freunde. Das erste Mal ohne Elfen unterwegs. Genial. Die fünf Freunde sind zurück. Ihr wollt wissen, was bei deinem Dreh... Thank you.
Fünf Freunde.